für Traum, hä? Irni, weißt du was? Ja? Das kann das erste Mal sein, ja? Dass wir unsere Quarkfies und unsere Bahn in der Kamera halten, ne? Zum ersten Mal. Weißt du, was sie im Fuchtland sagen? Sie so dermen Bar wie ich so hoch. Was denn da? Starreden. Starreden. Guck nach mal, sagen die Fassaden, die verderren Starreden. Ja. Ne? Herrlich. Aber da sitzen wir jetzt im Grünen. Das ist zum ersten Mal, übrigens, willkommen zu Vogtländisch Teil 9. Genau. Zum ersten Mal in der Natur, nicht im Studio. In der freien Natur. Und herrlich ist es. Das ist eine ganz neue Erfahrung, ne? Wenn ein der Wind so um die Nose weht. Oh, herrlich. Ne? Das ist herrlich. Traumhaft. Da fühlt man sich irgendwie frei. Oh. Ne? Ein Traum. Also, halt, wir waren nicht gewesen. Wir haben doch schon das erste gehabt. Wieder abgeschworen. Ja, wir haben das schon das erste gehabt. Ach, wir schon gehabt, das ist doch reden. Das sei die Dermbar. Ne? Guck, wo ich noch bei der Post gearbeitet habe, Ernie. Ja. Ne? Da hatte ich mal in Ellefeld eine Matratz zugestellt, 2 mal 1 Meter. Ne? Ja. Bin ich aus meinem Postauto mit der Matratz raus, ja, über die Straße, der Hauptstraße. Und da war ein Dachdecker auf dem Dach. Und da habe ich gehört, wie der eine gesagt hat: Sag, guck mal, was will denn die Matratz mit den Dernstarreden über die Straße? Das war ich. Das warst du, schon, das ist eine Frechheit. Ja. Ne? Ich habe mich auch geplagt mit der blöden Matratz. Aber ne, ja, was bist du, machen die Leute. Eigen- und Fremdwahrnehmung sei sowieso immer so 2 verschiedene Sachen. Das, ne? Ich habe mich jedenfalls nicht gefühlt, wie ich da rede mit der Matratz. Ich habe mich gefühlt wie Goliath. Ich will mal sagen, die derfitzischen Leute, so wie ich, guck, da haben wir gleich wieder einen nächsten Begriff. Ne? Wenn jetzt was nicht richtig von Substanz ist, ne? Ja. Dann sagt man da derfitzig dazu. Also derfitzig. Das ist derfitzig. Ne? Das ist was Dünnes, das ist was Durchlässiges, ja, was Kraftloses. Ne? Hm. Und da sagt man eben auch die derfitzischen Leute. Aber die derfitzischen Leute, die sei nicht zu unterschätzen, weil die haben fei a dallisch. Was? Und da sei man gleich beim nächsten Begriff. Was ist das? Eine Kraft. Kraft, dattisch. Dallisch. Dallisch. Ich dachte, dallisch. Dattisch. Nee, dattisch. Dattisch bist du, wenn du ins Hitzeschlauch hast. Du bist du dattisch, bist du. Aha. Ne. Wenn es briesidisch heiß ist, dann bist du dattisch, wenn du zu lang in der Sonne lachst. Gott sei Dank haben wir den Schaum. Aber die derfitzischen Leute, die haben eben auch dallisch. So sagt man es. So wie ich. Ich habe ja auch dallisch, obwohl man es mir nicht aussieht. Ne? Aber ich habe dallisch. Und pass auf. Hm? Dann machen wir gleich noch einen nächsten Schwenk. Hm? Da gibt es im Vogtländischen, sagen die Leute auch, verschiedene Begriffe zu kennen. Aha. Na, da gibt es einen Begriff, der klingt bald so wie dallisch, hm, aber den darf man eigentlich nicht sagen. Weil Kinder sei ja was Schönes und wir haben sie auch alle gern. Aber manchmal, wenn sie eben daneben geraden sei, ne, also nicht geraden sei, dann haben die früher auch die Leute gesagt zu den Kindern, so elender Ballisch. Hast du das schon mal gehört? Ja. Kommt von Balk. Von Balk. Ne? Aber das hört man halt auch nicht mehr und das ist auch gut so, weil eigentlich darf man das nicht zu einem Kind sagen. Ballisch. Ne? Das ist ja gleich wieder ein Dogma, aber wir wollten es mal mit einwerfen ins Vogtländisch, weil gerade auf dem Land und so sagen das die Leute mitunter noch zu den Kindern, die nicht Ball neues Fenster schießen. Sagen die so, ja, Elender. Du hast eine Energie. Das ist Hitz. Ist es Hitz bei mir? Ist Hitz. Wahnsinn hier. Briesidisch heiß ist es. Ist es. Aber wirklich, es ist, wirklich ist ein mega Sommer dieses Jahr. Na? Ja. Ein mega Sommer. Und dann wir mit und mir zwei hier. Na? Na? Aber Irni, es gibt noch einen schönen Begriff. Aha. Für ein kleines Kind. Der ist aber schön, den darf man sagen. Aha. Wie heißt das? Die kleinen Kinder, die ganz kleinen Kinder, die niedlichen, hm, die noch nicht viel ausstellen können. Hm. Das sei der Ovi-Tscholle. Der Ovi-Tscholle. Ist das nicht süß? Ja, wegen ja. So ein kleines Ovi-Tscholle, wenn du auf dem Schoß hast, du bist doch einfach glücklich. Na? Hey, die können noch nichts sagen. Aber dann später werden sie eben zum Ballisch, mitunter. Ne? Mitunter, wenn der Erziehung versagt. Deshalb, vogtländisches Volk, achtet auf eure Kinder, dass sie nicht zum Ballisch werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, aber man darf es eben wirklich nicht sagen. Es ist nicht politisch korrekt. Hm. Wir bewegen uns da jetzt auch auf dünnen Eis, aber für die fürs vogtländische Repertoire muss es halt einmal gesagt werden. Na? Na, da haben wir's. Nee, wir haben's. Das heißt, wieder mal durch mit vogtländisch. Sei mir durch. Was haben denn wir wieder alles gehabt? Wir haben schon wieder, es ging wieder drunter und drüber. Als erstes haben wir das Stachet gehabt. Das Stachet. Dann war das zweite. Was war das gewesen? Derfitzisch. Derfitzisch. Ne? Das sei Derfitzischen, die, genau. Das Derfitzische. Ne? Mhm. Und dallisch. Dallisch. Ist, wenn jemand dallisch hat, dann hat er Kraft. Ja. Ne? Ne? Dann sei man vom dallisch auf den ballisch kommen. Nur weil es reimt. Nur weil es reimt. Ne? Und dann muss man natürlich Dorane auch zum Ovi-Tscholle kommen. Aber mir gefällt, am besten gefällt mir das Ovi-Tscholle. Das Ovi-Tscholle, ne? Ja. Das kleine Ovi-Tscholle.
So, jetzt machst du deine Haare, weil wir müssen zum Film drehen. Nee, weißt du was? Wir müssen erst gießen. Erst gießen. Gießen? Irgendwie, du den Plumpf ausstellen. Du den Plumpf ausstellen, los geht's jetzt. Wir müssen gießen. Leid, macht's gut, ne? Macht's gut.